Hallo und willkommen zu einem weiteren Teil Dead Rising 2. Ja. Wie ihr wisst, habe ich jetzt seit längerem einige Atmo-Takes gemacht. Ganz besonders von Legend of Zelda, Ocarina of Time. Diese haben allerdings nicht den gewünschten Erfolg in Anführungsstrichen gebracht. Von daher dachte ich mir, okay, dann fängst du halt mal wieder ein wenig an zu babbeln. Aber keine Sorge. Ich mache jetzt hier keine Videos, wo ich euch alle totquatschen werde. Wichtige Szenen in Games oder allgemein hier Zwischensequenzen und alles andere werde ich natürlich versuchen, kommentarlos durchlaufen zu lassen. So, dann wollen wir mal schauen, welche Mission wir jetzt hier machen müssen. Weil ich muss dazu sagen, in Sachen Dead Rising kenne ich mich überhaupt nicht aus. Daher nehmt es mir nicht krumm, wenn ich keine Ahnung 20.000 Mal hin und her laufe und nichts gepeilt bekomme. Aber das ist ja in vielen Games so, wenn man sie halt blind spielt. So, lasst uns mal schauen hier. Wir waren jetzt bei dem Fall 2-2 Ticket to Ride dran. Unser Ziel ist es, den Untergrund zu untersuchen. ja. Auf irgendwelche verdächtigen Aktivitäten, was auch immer. Also mit meinem Englisch, ich verstehe zwar ein wenig, aber alles, ne? Schulenglisch halt. Aber ich denke doch schon, dass es für ein Spiel reichen wird. So, dann wollen wir mal. Oh, da kommt doch schon die erste Sequenz. Na, wenn das nicht der liebe Moderator ist. Ah ja, na klar. Das ist ja logisch, klar. Die laufen da mit den MPs rum und wir dürfen schauen, wie wir uns hier wehren, ja. Ja, ne, ist klar. Ja, schauen wir doch mal, ne? Ja, das war ja nicht sehr hell, aber egal. Ah, doch, es klappt. Ja, ich glaube, ich bräuchte mal einen Snack. So. Ach, den Typen mochte ich von Anfang an nicht, diesen komischen... Keine Ahnung, wie der heißt. Tyrell? Tyrese? Kein Plan. Dead Rising Fans werden mit Sicherheit wissen, wie der heißt. Nun gut, ja, wie machen wir das jetzt hier? Ja. Mal schauen, ja. Kann man den das Ding vom Kopf schmeißen? Na, natürlich kann man sich nicht bewegen, wenn man zielt. Egal, schauen wir mal. Ach du Schande, es sind ja noch gleich drei hier. Ja, ist sicher klar. Wie soll ich hier denn umnocken? Ah, jawohl. Ja. Ah, jawohl, Alter. Jetzt geht's ja aber los, ey. Jetzt bin ich aber mal an der Reihe hier.
Kollege, jetzt darf ich auch mal. Alter, jetzt ist Papa dran hier. So. Ach, scheiße, ich habe nur noch 3 Schuss. Aber so ein Dit hier. 3 Schuss, nur wie arm ist ein Dit? Soll ich den da jetzt erschrecken mit 3 Schüsschen oder was? Ja, sag ich doch. Los geht's. Mann! Jawohl, hau dem das auf die Böhne. Ja, so geht das doch. Haha, leg dich nicht mit mir an, du. Na, Kollege, dich kriege ich auch noch. Haha, was hab du? Saftsack. Aus dem Elend anderer noch Kohle ausschlagen. Ja, sicher. Und der hat das natürlich nicht gesehen und fährt da weiter lang. Ja. Okay, das ist ein bisschen unlogisch, aber naja, was will man machen? Schaut ihn gerade noch an, wie er sich da hinterm Regal versteckt und fährt dann munter drauf los. Okay. Jetzt doch mal hinterherfahren. Juhu. Ah, shit, verdammt. Ich soll Ramps benutzen, hochzuspringen. Wer alter Falter. Nein, Alter. So geht das nicht. Ja. Wenn dahin. Was schmeißen die denn da? Schmeißen die da Leichenstücke rum oder was? Alter, was geht denn mit denen? Ah, verdammt ich nochmal. Okay, nächste Rampe. Wow. Ja, und mal wieder nichts. Ja, genau. Mann, Alter, das geht doch nicht. Mann. Oh nö, ist doch nicht wahr. Mich hier verhorne piepeln oder was? Ach, die schmeißen Müllsäcke auf mich. Ist ja geil. Wow, Alter. Aber nicht mehr. Ach Göttchen, jetzt aber. Ne, so macht man es natürlich auch nicht. Kollege. Ach nö. Gibt's doch nicht. Bin ich jetzt doof zum Motorrad fahren hier oder was? Scheinbar. Ja, also geht doch. War eine coole Verfolgungsjagd. Mal schauen. Und jetzt auch auf dem Zug hier werde ich bestimmt verkacken. Da sagt er es. Wer von euch Bastarden hat Müll auf mich geworfen? Ja, ist natürlich klar. Ja, los. Ist doch ein Scherz hier. Ah, warte mal. Das könnte doch so sein. Ja, wunderbar. Hab doch gefruchtet. Ah, da. Ich brauche wieder ein bisschen Energy.
Diesen Baseballschläger kann man in die Tonne kloppen. Ach, schmeiß den doch weg. Ich meine, die Gimmicks sind zwar lustig, aber Zombies einen Baseball vor die Birne schlagen. Finde sogar ich ein bisschen strange. Ja, dann gucken wir, ob wir hier auf dem Zug einen Home Run schaffen. Ich denke mal nicht, ja. Okay, die Aufgaben gehen zwar immer auf Zeit, aber ich denke mal, um die Waffen loszuwerden, passt das schon. Gut. Dann nehmen wir jetzt nochmal einen Saft mit und eine MG. Dann hoffe ich, passt das hier für den Zug. Ja, wenn wir schauen hier, wenn man hier noch ein paar Soldaten oder was auch immer das darstellen soll. Ah, da hinten sehen wir ja schon wieder welche. Ja, mal gucken. Dann kommt mal hier um die Ecke, meine Freunde. Ja, habt ihr Angst oder was los? Ah, jetzt muss ich doch mal ein bisschen beeilen. Ach, nur ist doch nicht dein Ernst, oder? Meine, nee, ist klar, sicher dann. Haben die schon sicher im Westen an oder was? Geht hier mit denen. Target lost, ja, nee. Das reicht aber hier, Kollege. Mann. Ist ja auch nicht wahr, ey. Also, geht doch. Also, na, wir haben die zweite Knarre hier. Und der hat natürlich keine fallen lassen, aber der hier. Ja, das ist doch schon mal etwa. Ja, bitte für einer, Feigling, komm Russe her. Sag mal. Du Horst, ey. Nimm das hier. Naja, was geht jetzt? Okay, weiter geht's. Ja, klar. Ja, war klar. War ja auch ein Ding gewesen, wenn man ihn jetzt schon geschnappt hätten. Aber die Sequenz sah geil aus, wenn ihr genau hingeschaut habt. Der Finger von ihm war hinter dem Abzug und trotzdem hat er gefeuert. Okay, wir wollen nicht klein und jeden kleinen Mängel ausweiten. Ein Schlüssel. Ah, erst nur der Underground, okay.
Ja, ein Case. Zwei, ja, zwei. Save and continue, na klar. Bin da. Hoppala. So. Wie gesagt, ich gehe jetzt in den meisten Fällen eigentlich immer nur wieder die... Ich denke mal zumindest, das sind die Hauptmissionen. Also nicht wundern, ich weiß auch nicht, wie lange es jetzt oder wie viele Missionen es insgesamt gibt. Von daher will ich mir auch nicht so lange mit sämtlichen Missionen aufhalten. Ja. Ja, ich weiß, dass ich das Sombrex brauche. Aber so viel Geld habe ich noch nicht, um mir das zu kaufen. Lass mal schauen, was wir da in unseren Bastelräumen haben. Wenn wir da was Sinnvolles basteln können. Mach mal hier die Tür zu, Kollege. Gut. Eine Zementsäge. Ja, was können wir da rausbasteln? Und ein Sägeblatt. Geht da was? Oh, mal schauen. Auf jeden Fall bastelt er sich jetzt da irgendwas zusammen. Ich weiß vielleicht nicht. Oh, ein Ripper. Ich denke mal, die rote Karte soll heißen, dass ich das selbst rausgefunden habe. Ah. Wollen wir mal ein paar Zombies zerlegen? Erstmal schauen, wo wir hin müssen. Wie gesagt, ja, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Hauptmission. Alter, was war denn das für ein Scheiß? Ja, dann eben so. Was mich gefällt, ich meine Kettensäge nehmen. Hallo? Ja, nicht klar. Ja, schmeiß ihr den Orangensaft vor die Birne. Mach das Ding an. Ja, vielleicht werden wir, beziehungsweise heißt, werde ich später mal, wenn ich Spieler im Allgemeinen mal ein bisschen durchgezockt habe, mal schauen, vielleicht werde ich dann hinterher das Spiel mit den ganzen Nebenmissionen hinzufügen. Da schauen wir einfach mal, wenn es soweit ist, würde ich mal sagen. Weißt du, wie gesagt, es gibt noch einige Projekte, die ich vorhabe. Ach, es scheint einfach mal aus dem Bauch heraus. Lasst euch einfach mal überraschen. Lass mal gucken, dass wir hier unbeschadet durch diesen U-Bahn-Schacht hier durchkommen. Ich habe nicht irgendwie so das Gefühl, dass hier bestimmt irgendwo vielleicht auch noch so einen Zug hier durchrast. Was eigentlich ziemlich unlogisch wäre. Ja, wenn die ganze Stadt da aus Zombies überwiegend nur noch besteht. Aber man weiß ja nie. In Resident Evil 6 ist es ja zumindest auch so der Fall. Dass aus heiterem Himmel auf einmal ein Zug da durchfährt. Langsam wird's eng hier. Ich muss sagen, die Kettensäge gefällt mir. Die hat Style, ein wenig. Ja, aber nur ein wenig. Ja, ist ja gut. Ne, heute gibt's kein Chucky zum Knabbern. Ja, ab und zu leckt es. Tut mir leid. Ja.
Und schade, dass die Waffen natürlich auch nicht länger halten. Sonst würde ich hier ein bisschen mehr metzeln. Weil ich liebe nichts mehr als Zombies in irgendwelchen Games niederzumetzeln. Das ist einfach mein Genre. Aber da man ja hier aufpassen muss, da die Waffen wie gesagt nicht lange halten, schauen wir doch einfach mal. Ey! Wie der Zufall es will, haben wir jetzt zum Glück ein Gegenmittelchen gefunden. Na, dann überlebt unser Töchterchen doch noch einen Tag länger. Das freut mich natürlich. Bevor ich wieder angeknabbert werde, hier soll ich mal wieder die Kettensäge starten. Danke. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Hallo? Ja, dahin. Super. Und jetzt? Ach, das ist eine Leiter. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Völlig übersehen beim Vorbeirennen. Okay, dann gehen wir mal zum Silver Strip. fast 52 Stunden noch, bis das Militär dort auftaucht. Also in der Zeit muss ich meine Unschuld bewiesen haben. Das kann ich natürlich auch nur, wenn ich den richtigen Weg laufe und nicht dem entgegengesetzten Pfeil. Das ist natürlich dann sehr sinnfrei. Naja, ist ja gut, ich habe euch auch lieb. So. Ja, da lang. Ja, und dann hier lang. Hooray. Ich muss mal schauen. Und zwar, ich habe Dead Rising 1 genauso wenig gespielt wie hier den zweiten Teil. Den zweiten Teil habe ich mir mehr oder weniger von einem Kollegen angeeignet. Und wenn ich da richtig mal Lust... Oh, da ist ja unser Kollege auf dem Motorrad wieder irgendwo. Ich muss mal richtig Lust dazu kriegen. Vielleicht mache ich dann auch noch mal etwas zu Dead Rising 1. Mal schauen. Ja, ich weiß, das sind ältere Spiele. Aber da ich ja gerade mal anfange mit den Let's Plays und ich auch noch nicht so die Connection habe, um direkt super aktuelle Top-Titel zu bekommen, muss man halt klein anfangen und hoffen, dass es euch gefällt. Uiuiui, Alter, du hast aber eilig, du. Ja, mal schauen. Ja, ein bisschen Geld aufsammeln, man weiß ja nie, für was es gut ist. Ja, so. Meinen ganzen flinken Zombie hier. Alter Falter, gemacht. Habt ihr alle Raketen im Arsch oder was? Versprintet ihr heute alle, ey? Ich weiß, wir haben zwar ein paar Tage mit der Rising Pause gehauen. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt extrem geil auf mich sein müsst. Leute, bleibt mal Piano hier. Bleibt ein wenig gechillt, Kollegen. Ja, yesterday, tomorrow. Ach, keine Ahnung, was da stand. Ja, jetzt der Hate und Horror, irgendwas stand da gerade. Okay, ich muss zurück in unseren Unterschlupf. Ja, dann machen wir direkt wieder die Tür zu. Dankeschön. So, na, lass doch nicht immer direkt die Klamotte fallen, ey. Wenn man hier mal was wechselt, Alter, was bist denn du für einer? Ja, so. So, back again at the safe house.
wo wir dank der falschen Beschuldigungen ja auch nicht gern gesehen sind im Moment. Zumindest von dem netten Zeitgenossen hier von Sullivan. Mal schauen, was er zu sagen hat. Also mein Kind sieht nicht so gut aus und er fragt, ob ich wirklich alles unter Kontrolle habe. Na logisch, jetzt habe ich ja das Lombrex für meine Kleine. Aber ich würde sagen, wir speichern an diesem Punkt schon mal ein wenig ab. Obwohl, nee, wir warten, bis ich ihr das Lombrex gegeben habe. Und dann, ja, dann haben wir wieder 24 Stunden Zeit. Haben wir 24 Stunden Ruhe, uns ja auch um die kleine Katie zu kümmern. Was ich aber definitiv sagen muss, was mir irgendwie ziemlich übel aufstößt hier bei dem Game, das sind die ganzen Begleitquests. Ich weiß, viele werden jetzt vielleicht sagen, okay, wieso? Sind auch ganz okay. Für mich persönlich, ich finde die ziemlich schlecht gemacht. Weil, wenn ich irgendwie Hilfe brauche, um aus irgendeinem Zombie verseuchten Herd rauszukommen, dann folge ich auch der Person, die mir hilft und renne nicht zwangsläufig unbedingt in die größte Zombie-Gruppe, die in einem Raum steht, rein. Also das finde ich dann doch ziemlich nervend hier in dem Spiel. Aber Geschmäcker sind natürlich verschieden, jeder hat da eine andere Meinung, viele werden es vielleicht okay finden. Also für mich persönlich ist es halt nichts. Davon mal abgesehen bin ich eh nie ein großer Freund von irgendwelchen Begleit- oder Escort-Quests. Naja, aber das muss, wie gesagt, jeder so für sich entscheiden. Ich glaube, können wir unserer Katie jetzt das Sombrex geben? I can't take that now, Daddy. It's too earlier. I know, sweetie. I'll come back between 7 and 8 a.m. Just like always. Wie spät, ha? Was? Ah, okay. Wir müssen noch bis 7 warten. Ja. Wie gesagt, noch warten wir eben jetzt hier, bis wir 7 Uhr haben. Ach, für die kurze Zeit lohnt es sich jetzt nicht, irgendwie hier rauszurennen. Und irgendwas zu starten. Bei meinem Glück, ich habe es dann nicht wieder rechtzeitig zurück. Ach, unser Leben ist auch im Moment, unser Leib ist im Moment auch voll, das passt. Nee, aber wie gerade schon erwähnt, wegen dem Eskortieren. Also man hätte die KI der NPCs vielleicht ein bisschen schlauer machen können. Dann wären diese Quests halt, wie gesagt, ein bisschen angenehmer zu spielen. Weil man läuft, keine Ahnung, ein paar Meter vor, hat soweit alles freigemacht. Dann muss man innehalten, wieder zurücklaufen, weil besagte Deppen halt in irgendeine Zombie-Mob reingerannt sind, anstatt links oder rechts dran vorbeizurennen. Ach nee, lass mich das Thema jetzt nicht vertiefen, weil das regt mich einfach nur auf. Naja, wie spät haben wir? 5:30. Och, Alter, bist du dumm? Lass doch nicht alles fallen, sobald man irgendein Inventar öffnet, ey. Nee. Oh, Mann. Ja, Code Blue. Das ist auch schön. Hier haben wir eine Schere liegen. Für alle angehenden Friseure.
oder Friseusen. Können ja mal versuchen, an den Zombies ein paar nette Frisuren zu verpassen. Könnt ihr schon mal ein bisschen vorab üben. Und da diese netten Knaben ja auch nicht stillhalten, ist das ein perfektes Training für zukünftige Kunden, die Hummeln im Arsch haben. Oder, wie meine liebe Frau gerade erwähnte, oder falls ihr irgendwelchen Kindern die Haare schneiden müsst. Weil diese bekanntlicherweise auch nur sehr, sehr, sehr schwer stillhalten können. Also eine Challenge für jeden. Was sagt der Tacho? Ah, 10 Minuten noch. Kollege hat schon wieder den Ripper abgeworfen. Mann, Mann. Ach, scheiße. Ich kann ja hier gar nicht ziehen, verdammt. Ich weiß, Frau, ich weiß. 6 Minuten noch. Aber ich muss schon sagen, die Ripper sieht cool aus. Die gefällt mir. Die selbstgeschusterte Kettensäge hier. Beziehungsweise Kreissäge. Was laber ich hier die ganze Zeit von Kettensäge? Hei, hei, hei. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Nicht wahr, Dramon? So muss das. Ich weiß, das sieht jetzt auch nicht sehr spektakulär aus, ja. Hier Chucky zu sehen, wie er mit einer Kreissäge hin und her rennt. So, jetzt können wir Katie hier endlich das Sombrex geben. Somit haben wir dann wieder 24 Stunden Zeit. Oh, die Süße, die Kleine ist richtig knuffig. So. Okay. Ja, unser nächster Auftrag. Natürlich erstmal abspeichern. So. Boah, Entschuldigung, meine Nase juckt gerade. So, dann wollen wir jetzt mal eben schnell. Bam, bam. Eben schnell abspeichern. Weil unsere Zeit leider schon wieder abgelaufen ist für dieses Take. Ja, dann bedanke ich mich bei. Obwohl, was laufe ich denn hier gerade von abspeichern? Ich hab's doch gerade abgespeichert. Ja, ich bin gerade irgendwie ein wenig verwirrt. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Part von Dead Rising 2 wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Abend noch. Tschüssi!